Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich und ich liebe Make-up. Und deswegen habe ich heute einen XXL Haul für euch. Und zwar sind es lauter Sachen, die was entweder in Adventskalender drin waren, Tauschpakete, was ich mir selber gekauft habe. Und ich wollte euch das Ganze jetzt einmal zeigen, dass ich das dann auch verräumen kann. Ich kann euch zu alle Produkte schon was sagen oder zu fast zu alle, weil ich vieles einfach schon getestet habe. Und ja, ihr könnt euch auch die Testing New Make-ups von mir anschauen, da habe ich alle Paletten getestet, oder ihr gebt einfach den Namen der Palette und meinen Namen an, dann findet ihr das normalerweise auch ganz gut. Und ich würde sagen, wir starten mal ins Video, weil es ist viel. Es ist aber nicht nur diese Kiste, wir haben noch zwei andere Kisten, also kleinere Kisten, aber trotzdem. So, wenn euch das gefällt, dann bleibt doch bitte dran und lasst mir auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und ein nettes Kommentar, da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt legen wir los. Und zwar habe ich von der lieben Verena diesen All Nighter Setting Spray bekommen. Das ist eine kleine Größe, aber ich finde das wahnsinnig toll und es ist auch wahnsinnig teuer und ich habe mich sehr, sehr gefreut drüber. Ich mache jetzt gleich einmal das. Das ist ein Riesenprodukt und zwar habe ich das beim Hofer gekauft. Das ist das Aroma Badesalz mit Meerspray Sportaktiv. Ja, das soll eben bei sportlicher Aktivität entspannend sein. Und wenn ich meine Verspannungen habe, die habe ich sehr oft, und Schmerzen, dann nehme ich ein Bad und deswegen habe ich mir diese riesen Verpackung. Da ist über ein Kilo drinnen. Und es war nicht teuer. Deswegen habe ich mir das letzte Woche einfach mitgenommen. So, dann machen wir weiter. Ich glaube, ich mache hier mal diese kleinere Kiste leer. Dann war in der, da habe ich bei Shopmissa bestellt. Das sind lauter so kleine Puffs drinnen. Die habe ich noch nicht ausgetestet. Da bin ich schon sehr gespannt. Und kann man immer gut gebrauchen für Puder zum Einarbeiten, dass es schön flawless aussieht. Beim Spar habe ich gefunden von Isana Kids Badekugel mit Spielzeugüberraschung. Mein Sohn ist schon groß, aber ich habe das für mich gekauft. Also ich bin schon mal sehr gespannt. Dann war in der Colourpop Mystery Box noch diese Feuchttücher drinnen für Swatches zum Entfernen. Oder wenn man mal unterwegs ist, kann man das auch ganz gut nehmen. Aber ich würde das nicht regelmäßig nehmen, auf keinen Fall. Dann habe ich noch so einen Liquid Shadow ausgetestet. Der war auch sehr, sehr schön. Der ist vom DK Maxx. Dann habe ich noch von Shroud Cosmetics die Peaches and Dreams Palette. Und ich habe da nur so eine Küchenrolle drin, weil mir die leider schon gebrochen ist. Ich zeige es euch nur so. Die ist wirklich krass. Also die Duochromes sind mega. Die matten Töne sind sehr bröselig, aber sind so pastellig, aber funktionieren auch sehr, sehr, sehr gut. Aber die Duochromes, die fetzen alles weg. Also das ist echt krass. Von Shroud Cosmetics ist das meine erste Palette. Habe ich beim Monolith Shop bestellt. Und ja, genauso wie ich die von Cosmic Brushes, die Frosting Palette, die Highlighter Palette, das Trio bestellt habe. Und für mich als Duochrome Lover ist es eine mega Palette. Ist natürlich ein bisschen strukturierter auf die Wangen, aber egal. Man kann das auch als Lidschatten verwenden, ne? Ihr könnt jeden Highlighter als Lidschatten auch zum Beispiel verwenden. Dann habe ich noch von Huda Beauty diesen matten Lipstick, und normalerweise mag ich keinen Liquid Lipstick, aber der trocknet nicht so krass die Lippen aus und deswegen bleibt in meiner Sammlung. Außerdem habe ich noch von Nicole Miller New York habe ich diesen riesen Blush gekauft, und zwar beim DK Maxx. Da hat mich natürlich die Verpackung angesprochen. Es erinnert mich an Pat McGrath mit dem Druck und ist ein schöner Blush, habe ich auch schon getestet, einmal zumindest. So, jetzt ist das einmal leer. Und jetzt geht's weiter. Und zwar auf meinen Lippen habe ich diesen Tom Ford Lippenstift, da steht auch nicht einmal drauf, was das für eine Farbe ist oder Farbnummer, aber das ist so Art wie ein Jelly und ich lieb's einfach. Das ist so wie ein Mittelding zwischen Lippenstift und Gloss, nur dass es nicht klebrig ist.
Und ist sicher nicht so lang anhaltend, aber ich finde die Farbe mega. Also ich mag es nicht, wenn es so rot ist oder so. Das ist zwar schon ein Berry, aber wie gesagt, nicht nur gemutet. Und deswegen finde ich das schön. Dann habe ich von Gloss Gods, hatte ich im Adventskalender 4 so Pigmente. Und ich habe diese zwei ausgetestet, blau und rot. Sorry, aber mir ist vorher das abgesprungen. Ich habe mir meine Nägel erst lackiert. Orange und Blau. Und das habe ich mit so einem Liquid zusammengemischt und voll cool. Also das hat richtig gut funktioniert. Dann habe ich noch von der lieben Kara im Adventskalender von LA Girl diesen lila Blush gehabt. Und ich muss sagen, wenn man den zart auftragt, ist der richtig cool. Also, aber ich bin halt auch ein Color Lover, deswegen, ja. Für mich ist das okay. Das ist von Rival de Loop, das Aqua Lagoon Glowing Spray. Sowas hatte ich schon mal und ich mag das im Sommer sehr, sehr gerne als Fixing Spray, dass die Base schön glowy aussieht. Den Elf Sun Touchable 30 Lichtschutzfaktor habe ich nochmal eine Chance gegeben. Das ist ein bisschen schimmernd, aber wenn man eine Foundation drüber gibt, ist es echt schön. Und bleibt auch bei mir. Dann habe ich noch so ein Selfie-Ringlicht. Das kann man irgendwie aufs Handy draufgeben. Das muss ich aber erst austesten. Das ist aufladbar, hat 3 Stufen vom Licht. Kann man einstellen. Das ist auch mega cool. Dann habe ich noch einen Liquid Lipstick, sage ich schon. Eyeshadow von LA Girl. Das ist dieser grüne. Das ist so ein Topper. Dream Glitter Eye Topper in der Farbe Judging, glaube ich. Und hat mir gut gefallen. Wirklich gut. Dann habe ich noch von Rival de Loop Follow the Sun Highlighter Stick. Das ist hier oben. Nehme ich aber mit einem Pinsel, weil sonst nimmt man sich die ganze Foundation runter. Und ist ein ganz, ganz subtiler Glow einfach nur. Genau. Dann habe ich von Revolution das Bake and Blot. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Bleibt in meiner Sammlung. Dann habe ich noch von River Loves Me Catching Snowflakes Illuminator. Das hat mir auch gut gefallen. Da hat man quasi 3 verschiedene Farben an Highlighter drinnen. Dieses gelbliche, Bronze und Roségold. Mega schön. Verpackung bleibt natürlich bei mir. Und von River Loves Me, den Unforgettable Blush, habe ich natürlich auch hier. Und das ist so ein rosa Koralle. Und da sind auch so Katzenpfoten drinnen, total süß und bleibt natürlich bei mir. Dann hatte ich noch dieses Puder im Trash-Paket von Bella Pierre. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Das bleibt auch bei mir. Und von dieser Gloss Gods Palette war ich echt weggefetzt. Also der Adventskalender hat sich echt gelohnt von Gloss Gods. Diese Duochromes. Ich liebe Duochromes und Gloss Gods hat so, so, so gute Duochromes. Ist ein schwedisches Indie-Brand und ihr zahlt auch keinen Zoll. Das ist mega toll. Dann habe ich einen Primer noch im Adventskalender gehabt, den Essence 1-2 Frizz Primer, Gel to Sorbet Face Primer. Der ist so orange, ist ein bisschen kühlend und ihr braucht da aber gar nicht viel davon. Und worüber ich mich mega gefreut habe, war diese Suva Palette. Oh mein Gott, die Verena hat mir so eine Freude gemacht, weil so eine wollte ich schon immer haben. Und diese Farben sind mega. Ihr seht schon, ich habe das schon kräftig gemischt. Und ich liebe es ja auch, Liner zu ziehen, so wie heute. Das ist einfach mein Signature Look. Und ja, außerdem will man das ja irgendwann vielleicht ein bisschen, dass es weniger wird. Wird nicht passieren, wenn man es nicht benutzt, ne? Oder für außergewöhnliche Looks kann man das auch super nehmen. Genau. So. Dann geht's weiter. Und zwar habe ich dann noch diesen Silky Cloud Sponge. Auf den bin ich auch schon mega gespannt. Der soll relativ groß sein. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe den noch nicht getestet. Dann habe ich noch einen so ein Skincare Tool. Das ist um so Mitesser und so zu bearbeiten.
seht ihr, das ist auch noch komplett zu. Außerdem habe ich mir hier meine Lieblings-Under-Eye-Gel-Pads von Shop Missa bestellt. Da kostet eins, glaube ich, einen Euro oder weniger. Und die sind einfach so, so gut. Deswegen musste ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 10 Stück habe ich bestellt. Und das ist mit Kollagen und Peptide. Es ist richtig gut. Das ist so ein bisschen Slow Aging. Und sind koreanische. Und die sind ganz dünn. Ich liebe diese ganz dünnen und die haften gut. Die sind extrem kühlend, wenn man sie in den Kühlschrank gibt. Und geben auch viel Feuchtigkeit ab. Und die finde ich mega toll. Dann hatte ich noch diesen Blush drinnen und das war für mich ein absoluter Flop, also den sortiere ich jetzt auch dann gleich aus. Der ist so orange und gegen dieses Metallic habe ich ja nichts und hätte das eigentlich als Highlighter genommen, aber das hat sich überhaupt nicht verblenden lassen und ist ein No-Go. Dann habe ich auch noch von Odens Eye Solman Gel Liner 005. Der ist leider nicht so hell wie auf der Verpackung. Es ist eher so ein Grasgrün und der ist auch mega hart und leider, ja, ich werde ihn verwenden, aber ich finde ihn leider nicht schön. Im Gegenteil zu den Art Deco Soft Lip Liner Waterproof in der Farbe 59, den finde ich mega toll, mega cremig, sehr, sehr schön. Außerdem habe ich da auch noch einen Lip Definer von M. Asam, den finde ich auch ganz schön. Die Farbe steht gar nicht drauf. Ich denke, der war mal in einem Adventskalender oder so drinnen. Dann habe ich auch noch für die Nägel zum Zurückschieben, habe ich dann noch so ein Werkzeug mitbestellt. Und kann man sich auch nehmen, um Paletten zu depotten oder so. Ne? Dann habe ich auch noch ein Dino Egg Surprise. Karamell steht da. Ich glaube, da ist irgendwas drinnen. Vielleicht ist ein Dinosaurier drinnen oder so. Gibt mir, ist wie so eine Badekugel einfach. Und hier habe ich noch die Scooby-Doo mal Wet and Wild Lidschattenpalette. Die hat mir richtig gut gefallen. Einmal habe ich nur die matten Töne verwendet, dann habe ich auch die Schimmertöne verwendet und die sind richtig gut und der hat mich richtig überrascht. Der ist ein bisschen weicher. Ihr seht schon, da ist schon so eine Kuhle drinnen, weil der eben so extrem weich ist. Aber die hat mich extrem überrascht. Ich habe mich gefreut, dass Busy Shop diese Kollektion reinbekommen hat und ich musste sie sofort bestellen. Also es ging nicht anders. Dann habe ich hier, das wollte ich nämlich schon länger haben. Jetzt schaue ich einmal, ist das das gleiche? Nee, ist nicht das gleiche. Und das ist eigentlich eine Mischpalette mit diesen Dingens zum Mischen oder zum Depotten, würde ich sagen. Und die musste einfach mit, weil die sowas will ich schon länger haben. Habe mir das dann bestellt. Dann habe ich mir noch einen Brow Define, Dual Brow Definer. Siehst du, den habe ich noch gar nicht getestet, weil ich dachte, das ist der gleiche, denn was ich schon mal habe, weil ich habe mir so einen Augenbrauenstift in Reserve gekauft. Aber ich sehe gerade, dass das eigentlich ein anderer ist. Und dass ich den das nächste Mal ja eigentlich gleich einmal testen könnte. Schauen wir den jetzt ganz schnell einmal an. Dieses Plastik, ich reg mich eh jedes Mal auf, aber es ist so, nervt mich einfach nur noch. Also da hat man quasi auf der einen Seite, hat man so eine ganz feine Mine. Und was ist auf der anderen Seite? Ah, okay, cool. Da hat man so eine dickere. Und bei den anderen Stift hat man nur dieses und ein Spoolie. Also man hat hier zwei Augenbrauenstifte quasi in einem. Finde ich mega, mega cool. Aber den werde ich mir auf der Seite legen. Das werde ich testen auf alle Fälle. Was ich auch getestet habe, war von It Cosmetics die CC All Free Matte Poreless Finish Full Coverage Cream Hydrating and Anti-Aging Concealer mit Lichtschutzfaktor 40. Ich brauche es nicht unbedingt matt. Wenn man drunter noch eine Glowy Base gibt, ist es auch in Ordnung. Aber ich glaube, für die mit öliger Haut ist die super. Und ich liebe It Cosmetics. Und die war im Adventskalender drin. Ich habe mich so gefreut, weil It Cosmetics ist halt mega teuer, ne?
Aber dadurch ich einen Luxus-Adventskalender, Make-up-Adventskalender gehabt habe von Beauty Price, war das echt cool. So, dann habe ich von Mappa Mitchell die Curve Case Light mir bestellt. Und zwar, die wollte ich ja unbedingt haben. Und habe sie mir dann selber nochmal nachbestellt. Weil zuerst wollte ich sie mir zum Geburtstag schenken lassen. Und dann habe ich sie mir selbst bestellt. Ich habe sie auch schon ein paar Mal ausgetestet. Die ist mega. Die Töne, die lassen sich so mega verblenden. Und ich liebe diese Palette. Die ist richtig, richtig toll. So, dann haben wir noch einen Alice in Wonderland Wet n Wild Shimmer Setting Spray. Der schimmert komplett. Ihr seht es schon. Der war eigentlich auch ganz schön. Das habe ich schon und das habe ich für eine Freundin gekauft. Deswegen dachte ich mir gerade, warum liegt das hier drinnen? Genauso wie das. Das ist so ein, ist das entweder ein Lippen- oder ein Cheek-Tint? Das steht hier gar nicht oben, aber ist egal. Das bekommt auch sie. Dann habe ich von diesen LA Shimmer Topper habe ich auch noch einen Iridescent und der schaut halt mega aus, ne? Also der schaut so schimmernd weiß ins Rosane und das liebe ich hier. Das war auch in meinem teuren Adventskalender drinnen. Und wenn sich die Verpackung anschaut, ist es mega. Ihr kommt nie drauf, was es ist. Und zwar ist es von Christian Louboutin, ist das ein Liquid Eyeshadow. Und das ist echt krass, ne? Also hier ist quasi der Eyeshadow drinnen. Und mega, oder? Ein sackenteures Produkt einfach. So, dann habe ich noch von Rimmel die Loop, die Glossy Flames Glazing Highlighter. Ja, das ist wie so ein Gloss einfach. Sowas mag ich sehr gerne und deswegen bleibt das natürlich. Außerdem habe ich hier diese Glitzerbombe und die ist mega schön. Das ist der Bounty Highlighter. Gibt es in mehreren Limited Editions, hat es den schon gegeben, den habe ich getestet. Und aber das ist eine richtige Schimmerbombe. Für Weihnachten oder für Silvester ist er mega gut. Dann habe ich auch noch von Lots of Love die Blusher Palette. Und das ist eine reine Schimmerpalette, Blush-Palette. Ich liebe ja Schimmerblushs und mit einem kleineren Pinsel könnt ihr da super reingehen. Dann habe ich auch noch den Lipgloss mit transparenten holographischen Finish genommen. Also über einen Lippenstift sieht man nicht viel. Ich habe es jetzt nicht extra noch getestet, wie der so aussieht. Ich werde mir den aber auf die Seite legen, ich werde den nochmal testen. Der Liquid Eyeshadow von Wet n Wild mal Alice in Wonderland ist in rosa. War jetzt nichts Besonderes, den habe ich eigentlich nur wegen der Verpackung gekauft, seien wir es einmal ehrlich. Und ich kann ihn eh verwenden. Der hat mich überrascht, das war der Catching Snowflakes Glitter Eyeliner und der macht auch eine gute Figur ohne eine Farbe drunter und hat super Pigment, muss ich sagen, und glitzert wahnsinnig toll. Da glitzert auch diese Verpackung hier auch noch. So, dann habe ich noch gehabt, habe ich dann nur einen, ja, schaut auf alle Fälle so aus, okay. Einen Powerliner habe ich hier drinnen, und zwar in Neongelb und Flieder, wenn es jetzt einmal fokussieren würde, ja, so sieht es gut, genau. Sprüht man einfach nur ein bisschen Wasser rein, kann man sich einen Liner ziehen, finde ich toll. Dann habe ich noch von It's Cosmetics das Bye Bye Pores. Das fand ich aber mit dem Pinsel schöner wie mit so einem Puffel. Es ist aber translucent, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Dann habe ich noch so einzelne Lidschatten. Genau. Also, ich hatte zwei von LA Girl. Das waren Duochromes Lidschatten. Einmal Topaz. Das ist so
ein Lila zu Türkis. Richtig krass, also ich liebe das, ich liebe das. Und dann haben wir noch die Farbe Sunset. Das ist so ein Pink zu Orange. Schaut mega schön aus. Außerdem hatte ich in einem Adventskalender den von Alverde, den Lidschatten in 20 Shabby Green. Und der hat auch super funktioniert, muss ich sagen. Der bleibt in meiner Sammlung. Also, ich finde, der hat mir gut gefallen. Grün mag ich. Und ja, ich habe zwar nicht viele Lidschatten in meiner Sammlung, aber der darf bleiben. So, dann habe ich noch von Revolution die Graphic Liners. Zeige ich euch auch gleich einmal. Da habe ich mich auch gefreut, weil sowas kann ich super gebrauchen in so eher normaleren Farben, sage ich einmal. Und da kann man sich super Eyeliner oder Graphic Liner ziehen, ne? Je nachdem, wie man es gern hätte. Über den habe ich mich mega gefreut, über diesen The Clinique Blush. Den wollte ich nämlich schon immer haben und den finde ich schön in der Farbe 014. Na, 14 Heather Pop heißt er. Dann habe ich von Lots of Love den Lip Fixer von Rival de Loop. Der ist in Ordnung, der brennt, also ist leicht unangenehm, aber wenn man irgendein Gloss, Lipstick oder Lippenstift hat, der was länger halten soll, könnte man das mit dem machen. Aber ob das jetzt so viel länger haltet mit dem, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe zweimal, und da freue ich mich mega, zweimal Bobbi Brown Lidschatten. Einmal in Moonstone und einmal in Sun Flare. Die sind ja mega teuer. Für einen Lidschatten, da kriegt schon eine ganze Lidschattenpalette drum und um zwei erst recht, ne? Ich habe zwar den Bobbi Brown Adventskalender nicht mehr bekommen, aber zumindest habe ich zwei Eyeshadow. Und die Farben sind halt mega schön, ne? Habe ich auch schon mal getestet und die sind so sparkly auf die Augen. Also das, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Weil oft diese High-End-Marken eher schwächer pigmentiert sind. So, schaue ich, dass ich das da wieder hier reingeben kann. Einmal von Sai, das wollte ich auch schon so lange austesten. Das ist in der Farbe Star Glow. Das ist so ein Illuminator, also so ein Highlighter. Und den mische ich zur Foundation dazu. Habe ich dazu gemischt. Dann habe ich noch die 5 in 1 Hybrid-Mascara von M. Asam getestet. Und die hat ein ganz lustiges Bürstchen. Die war in Ordnung. War jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich brauche diese Mascara in groß, aber sie war in Ordnung. Und dann habe ich von meiner Freundin bekommen zwei Contour-Sticks, beziehungsweise Contour ist gut. Ich finde, das eine ist ein Cream Bronzer und das andere ist ein Cream Highlighter. Der Highlighter ist sehr zart und der Bronzer-Stick hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Dann habe ich noch von Fenty Beauty, das ist so für unter die Augen, so ein Eye Brightener. Finde ich war in Ordnung, aber für den Preis halt. Krass, ne? Dann habe ich noch von M. Asam, das ist glaube ich ein Eyeliner. Genau, ein Eye Designer in Bronze. Ja, in Bronze habe ich eigentlich noch keinen Eyeliner, deswegen darf der auch bei mir bleiben. Dann, also es ist wirklich viel, ne? Die Forever Foundation war auch im Adventskalender drin, in der Farbe 2W. Das ist die 24 Stunden High Perfection Sun Caring Foundation. Ist eine ganz leichte Foundation und hat aber für mich gut funktioniert und war eben im Adventskalender drin, weil die kostet, glaube ich, 45 Euro oder so. Dann haben wir noch die Il Makiage Wimperntusche. Wenn die hier drinnen ist, habe ich sie sicher verwendet und kann die euch zeigen. Ich glaube, die hat mir wirklich gut gefallen, weil die hat dieses kleinere Bürstchen, so ähnlich wie die von, na, helft's mal, die mit diesem Tierkopf, Nabla, die Vicious Mascara.
Und die war schön. Außerdem habe ich von Lancôme einen Lip Liner, einen cremigen drinnen gehabt. Auch voll toll, habe ich natürlich noch nicht gehabt. Einen dunklen Lippenstift von Beauty Bay in der Farbe Cola. Der ist wirklich dunkel, aber es hat eigentlich ganz gut ausgeschaut, muss ich sagen. Das Dupe zu diesem Lippenstift ist der von Kiko Milano. Das ist dieser Jelly Stylo in der Farbe 509. Also, das ist fast auch die gleiche Farbe. Warte, ich gebe das ein bisschen weiter raus, dass man das besser sieht. Ein bisschen dunkler. Aber auch so vom Finish ist da nicht viel um. Und ich glaube, der kostet 30, 40 Euro und der wahrscheinlich nur 10 oder so. Dann habe ich von Revolution diesen Bright Light. Das ist ein rosaner Highlighter, aber das Packaging ist total Mist. Das läuft aus und das finde ich nicht toll. Ich werde ihn aber trotzdem verwenden. Dann habe ich noch in der dazu passenden Farbe von Kiko Milano, in der Farbe 34, den Smart Fusion Lip Pencil. Ja, fand ich eigentlich auch ganz toll. Ich glaube, der war nur ein bisschen härter. Mal kurz schauen. Ja, aber ich glaube, damit konnte man auch ganz gut malen. Dann habe ich noch so einen Cream Stick von Revolution. Da haben wir hier einen pinken Green Blush, der was extrem pigmentiert war, extrem. Und dann noch dieser roséfarbene Cream Highlighter, der hat mir aber gut gefallen. Der Gloss von Sephora ist mega schön, auch in der Farbe. Und von Rare Beauty, der Concealer war mega. Also das ist mein bester Concealer, was ich je hatte. Drogerie-Variante wäre dieser Skin irgendwie von Essence, der mit der grünen Kappe. Der ist auch sehr, sehr gut. So, dann haben wir jetzt nur mehr die Sachen aus dem P. Louise Adventskalender. Die zeige ich euch auch noch, was bis zu den heutigen Tag drinnen war. Und da werde ich mir auch nicht alles behalten, weil es sagt mir nicht alles zu. Also, wir haben hier die Bronzer-Palette, die bleibt, weil da sind eh so viele Töne drin, das kann man schon mal benutzen und testen. Auf alle Fälle. Die schaut so aus. Na? Glaube, das sind die Blush-Paletten. Die bleiben nicht bei mir, weil die sind mir einfach von der Farbe gefallen mir die nicht. Ich bin eher so pink und so und dann machst du das auf und das ist einfach nur so mauve und ein bisschen braun. Und das wird aber noch schlimmer. Also das ist noch die bessere von den zwei, aber die werde ich auch nicht benutzen. Es sind einfach so viele Töne drin, weil da kann ich gleich einen Bronzer benutzen, wenn ich mal einen braunen Blush auftragen will. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe das nicht verstanden. Und das ist orange und braun. Nein, natürlich nicht. Fix nicht. Also die werden auf alle Fälle weiter wandern oder verkaufe ich es. Ich muss noch schauen. Heute war dieses tolle Ding drinnen und zwar ist das Receipt Book Brush Set und wenn man das so aufmacht, hat man einen Spiegel und das im Bein hat, ist da einfach ein ganzes Pinselset einfach drinnen und so schaut das aus, also rosa mit rosa Stiele und die Härchen sind so schwarz und weiß. Und da habt ihr mal ein paar Augenpinsel dabei. Schauen wir sich's mal kurz an. Da habt ihr mal einen Blender. Das ist ein Smudger. Dann nochmal einen kleineren Blender für den Innenwinkel. Und zum Ausarbeiten habt ihr auch noch einen kleineren dabei. Dann habt's. Ja, das ist die Frage. Also, ich denke, ich weiß nicht, soll das ein Puderpinsel sein? Aber er ist ein bisschen klein für einen Puderpinsel.
Aber ihr könnt eh alles für alles nehmen. Dann haben wir, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das könnte ja eigentlich auch, das könnte auch ein Puderpinsel sein. Oder so für Green-Produkte. Oder für Blush, weil es so abgeschrägt ist. Ich habe keine Ahnung, das schaut irgendwie anders aus wie normal. Der könnte für einen Concealer sein. Oder? Dass man den so unter die Augen setzt. Eventuell. Oder hier für Green Contour oder so. Ich weiß es nicht. Verwendet es, wie ihr wollt. So, dann haben wir auch, der ist auch so ein bisschen abgeschrägt. Den könnte ich mir auch vorstellen für Blush, Bronzer und so weiter. Und ja, und der ist auch so festgebunden, irgendwie relativ. Ist der dann für Highlighter? Nein, ich glaube nicht, oder? Oder für Concealer, aber dafür ist er ein bisschen klein. Keine Ahnung. Verwendet es einfach so, wie ihr wollt, wenn ihr es auch habt. Ich mache es auch so. Dann habe ich noch das Bad Bitch Energy Winter Spice drinnen gehabt. Also die Verpackungen schauen alle mega aus, ne? Also da kann man überhaupt nichts sagen. Und da haben wir jetzt zwei Produkte drinnen. Und zwar schaut das so aus. Und ich öffne es jetzt einmal. So, das. Hoppala! Das fällt doch schon raus. Ein Wahnsinn! Also, das erste Produkt ist das Stay Shining. Und da ist nun ein kleines Krönchen drauf. Ich habe es noch nicht getestet. Das ist quasi ein Lippenöl. Boah, das ist so gut. Das riecht richtig nach Weihnachtsmarkt. Das ist so schön. Und ein dazu passender Lipgloss. Aber ihr könnt es auf euren Schlüssel machen. Ist es nicht voll schön? Ich finde das voll toll. Das müsste eigentlich auch noch in dieser Duftrichtung sein. So, das ist auch krass. Das ist eine Vibrating Eye Cream. Also Urorg. Ihr könnt euch gerne auch mein Unboxing vom P. Louise Adventskalender anschauen. Da zeige ich euch, da packe ich alles aus. Und da habt ihr so einen Schalter und der vibriert dann. Also ich lasse die noch zu, weil ich einfach aktuell noch eine andere Augencreme aufbrauchen muss. Aber danach werde ich die auf alle Fälle testen und das seht ihr dann in meinem Aufgebraucht-Video. Also es lohnt sich, mich zu abonnieren. So, jetzt habe ich nicht mehr so viel, ein paar Produkte noch. Und zwar, das war gestern drinnen, das ist ein Don't Scroll Roll Facial Cleaner. Und da habt ihr da unten so Rollen drauf. Also da könnt ihr das aufdrehen und dann könnt ihr reinigen und so drüber rollen halt quasi, ne? So, dann haben wir noch einen Liquid Highlighter, der war in der 1, das weiß ich noch ganz genau. Pot of Gold. Und ja, das ist so ein Liquid Highlighter. Und so weiß mit Goldpartikeln ist drinnen. 18 Milliliter ist da drinnen. Und dann habe ich auch noch Sprinkle of Wishes, da waren zwei Paletten drinnen. Und ja, da werde ich mal wahrscheinlich auch nur die da behalten, weil die noch ein bisschen heller ist. Und wie gesagt, die kann man nicht nur als Eyeshadow, sondern als Face-Palette. Oder behalte ich mal keine? Ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Und die zweite von der Farbe, oder wollte ich mir die behalten? Weil dieser Bronzeton ist ein bisschen dunkel. Ah nein, das ist noch dunkler. Das ist noch dunkler. Aber sehr süß mit die Lebkuchenmänner drinnen auf alle Fälle. Und mir fällt gerade ein, es war noch was drinnen. Das zeige ich euch jetzt gleich noch.
So, und zwar war das dieser Body Mist von P. Louise, I Still Believe, Old Spray of Magic. Und das riecht so gut und so angenehm. Ist sicher für den Sommer auch gut, aber ich glaube nicht, dass das bis Sommer hält. Also ich habe mich davon oben bis unten eingesprüht damit, weil ich den Duft so gerne gehabt habe. Genau, das war jetzt mein gesammelter XXL Haul. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ihr lasst mir ein Abo, ein nettes Kommentar und ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!